Wir sind im letzten Gruppenspiel dieses Turniers. Gleich geht es in die K.O.-Runde und ich habe mir für das letzte Spiel nochmal ganz prominente Unterstützung eingeladen. Die ehemalige Stimme des Turniers und der neue Turnierleiter ist da, wobei wir erst das 1:0 der Schalker mitnehmen. Mehmet Can Aydin. Und jetzt begrüße ich Christian Schrönemann. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Christian, wichtigste Frage natürlich erstmal: Wie geht's dir in deiner neuen Rolle? Geht's total gut. Ich bin absolut entspannt, freue mich, dass wir einen tollen neuen Hallensprecher haben und genieße das einfach, mir richtig gute Fußballspiele anzugucken. Tolle neue Talente, viele Tore, viele Tricks, das macht richtig Bock. Ja, wir haben es auch schon heute ein bisschen zusammengefasst. Ein paar gestern schon spektakulär, ganz, ganz viele Tore, tolle Aktion bei. Mit dem sportlichen Niveau, denke ich, seid ihr vom Orga-Team super zufrieden, oder? Absolut. Also man merkt im Vergleich zu früheren Jahren ist es vielleicht noch eher so, dass die Spiele auch am Samstag ein bisschen intensiver geworden sind. Also keine Mannschaft will sich eine Blöße geben, selbst wenn am Samstag nur in Anführungsstrichen Vorrunde ist. Keiner will sich blamieren, schon gar nicht gegen die Mühlis. Und also die großen Namen der Vereine sind dann so, dass man sagt, okay, nee, ich lasse mir keinen einschenken. Also auch wenn es erstmal um nicht viel geht, wird schon viel reingeworfen, viel investiert in die Spiele. Auf jeden Fall. Du hast kurz angedeutet, du hast einen Nachfolger, Sebastian Wiese. Wie zufrieden bist du mit ihm? Rundum, super Wahl. Also haben wir alles richtig gemacht. Sebastian ist der Stadionmoderator bei Arminia Bielefeld. Wir haben ihn in Aktion erlebt und haben uns dann für ihn entschieden. Und heute sage ich, boah, Glückwunsch an uns selber, darf man mal so sagen. Ja, Er macht das darf man. klasse. Also er ist Fußballer durch und durch. Ja. Er arbeitet mit den Leuten, das merkt man. Er hat richtig Bock auf das, was er tut. Er ist locker. Das Publikum akzeptiert ihn. Er macht einen tollen Job. Ich bin total begeistert. Auf jeden Fall. Man merkt es auch in der Halle, die Atmosphäre wieder fantastisch und ja, ich glaube, ganz großen Teil zu bei. Kannst du in deiner neuen Rolle eigentlich jetzt mehr Spiele entspannt gucken? Du warst Viel. ja viel mit Moderation auch und Vorbereitung beschäftigt. Ja. Du siehst jetzt mehr vom Turnier, oder? Viel mehr, ja. Man sieht viel mehr. Man kann einfach auch mal ein Spiel einfach mal gucken wegen des Fußballs und nicht, um nichts zu verpassen und Tore anzusagen und so weiter. Das macht schon viel Spaß, ja. Und ich bin immer wieder beeindruckt, letztendlich, was das für eine Vollgasveranstaltung ist. Also was da eine Dynamik, eine Geschwindigkeit drin ist. Hoffe, man sieht das im Livestream gut. Ist gewaltig. Ja, auf jeden Fall. Ja, beide Mannschaften, das hier noch vom Zuschauer, die vielleicht gestern noch nicht so intensiv dabei waren, Hertha BSC Berlin mit zwei wirklich guten Auftritten. Auftaktpartie knapp verloren gegen Werder Bremen 2:3. Die Hannover setzt es dann ein 3:0-Sieg. Und die Schalker mit 6 Punkten gestern, sackstark da gewesen. 2:0 gegen Hannover und dann ein 7:2 gegen Bremen. Das hat Trainer Frank Lenner ein bisschen den Abend vermiest. Wie war er gestern Abend auch beim Stammtisch? Auch Frank ist so ein norddeutsches Urviech. Ja? Also der kommt aus der Nähe von Jever. Das schüttelt er dann abends ab. Frank ist ja auch durchaus ein Freund der Kaltgetränke, dann, wenn es passt. Der trinkt ein Bier und sagt, komm, Mund abputzen, morgen geht's weiter. Nee, also Frank hatte gestern überhaupt keine schlechte Laune, alles okay. Perfekt. Auch das ist ja immer wieder, der Samstag sagt bei aller Intensität noch nicht so viel aus wie bei den Sonntag. Das kann halt alles auf links gedreht werden, denn gleich bei den Achtelfinalspielen geht es natürlich zur Sache. Hast du schon Favoriten für dich gesehen oder sind einfach zu viele Mannschaften auf einem zu hohen Niveau? Boah, gestern fand ich ganz stark Wolfsburg, fand ich beeindruckend gut. Ich glaube, Leipzig muss man auf dem Zettel haben, hätte ich so gedacht. Dortmund, immer Mannschaften, die sehr physisch sehr präsent sind. Ja, ich freue mich wahnsinnig gleich auf die K.O.-Runde, wenn die Karten neu gemischt werden, dann geht es nochmal richtig ab. Also finde ich erst im Moment finde ich schwer, aber da ist natürlich schon was drin. Gleich erst Achtelfinale, Arminia gegen BVB. Geiles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, das Favoritensterben geht ja schon am Achtelfinale los. Wenn wir sehen, Bayern gegen Leipzig, zwei Vereine, wo man eigentlich damit rechnet, dass sie sehr, sehr weit kommen. Vereine ist definitiv Endstation dann im Turnier. Ja. Was traust du den Mühlis zu? Wie zufrieden bist du mit den ersten drei Auftritten? Gegen Bayern fand ich sie ein bisschen zu verhalten. Sehr viel Respekt, Angst, so ein bisschen Angst gehabt, in Konter zu laufen, zu viel Raum preiszugeben. Fand ich es ein bisschen verhalten. Gegen Dortmund fanden sie super, haben sie klasse gespielt. Und heute Morgen gegen Köln haben sie es eigentlich selber verbockt, denke ich, das 3:1, weil du das 3:1 war letztendlich nicht mehr entscheidend, aber vor dem 1:2 einen dummen Der Wechselfehler Wechsel, gemacht, genau. Ja. wo man nicht wechseln darf. Das war überflüssig. Ich bin gespannt, wie sie sich nachher schlagen gegen HSV. Aber das will der HSV nicht wirklich gegen die Mühlis spielen. Das wird ihnen nicht gefallen. Ich weiß, dass jeder Trainer von den Mühlis total Respekt hat. Und hier der Treffer
zum 2:0 für die Schalker, Georgios Vinicoudis. Sie wollen ja also wirklich 9-Punkte-Start in der Vorrunde hinlegen. Haben sie viel vorgenommen. Fände ich auch mal interessant, weil Schalke ist bei uns, glaube ich, noch nie übers Viertelfinale hinausgekommen, wo man immer denkt, wow, was für ein großer Name, Knappenschmiede macht tolle Arbeit. Ja. Aber ich denke, eigentlich wäre Schalke auch mal dran, mal richtig weit zu kommen. Ne? Ja, sogar ich als Dortmund-Fan kann das hier sagen, weil wir natürlich noch dran sind. Okay. Apropos Dortmund, heute Morgen gab es so eine Vorrundenpartie, wo das schwarz-gelbe Herz natürlich überschlug. Ja, Dortmund gegen Bayern. Meinst du nicht? Das glaube ich. Ja, Bayern noch im Schongang, um dich zu schonen für die K.O.-Runde, oder was hat sie da für einen Eindruck? Ja, definitiv. Das war eine taktisch motivierte Niederlage. Also, du verlierst nicht 5-0 gegen Dortmund, das ist Bayern München. Nein. Nein. Niemals. Nein. Treffer hier wert, wir sind für Ruben Wertmüller, der gestern auch schon einen starken Auftritt hinlegte. Nein, also ich weiß nicht. Also ich fand die Bayern gestern stark. Heute Morgen haben sie es laufen lassen. Letztes Jahr fand ich andersrum, da haben sie 3 Siege in der Vorrunde gehabt und waren super und treffen dann komplett auf Kölner on fire. Genau. Steigen aus dem Turnier im Achtelfinale aus. Also keine Ahnung, was die nachher machen. Ja, wir sind super gespannt, wie das hier weitergeht. Wir gehen kurz mit dem Blick hier auch auf unsere Partie. Trainer der Schalker, ja, Frank Farnhorst. Was ist Frank Farnhorst zum Zeitgenosse? Ex-Profis, ist der Umgang einfacher, schwerer oder genauso? Krass hier, 2:2, da sind wir noch dran mit. Ruben Wertmüller. Mit dem Treffer. Ja, Frank Farnhorst, was ist das für ein Typ? Wie ist der Umgang mit ihm? Locker, muss ich sagen. Also, wir hatten ihn auch mal ein bisschen im Talk, mal beim Stammtisch samstagsabends. Ja. Also, lockerer Typ, ich meine. Jetzt muss man sich so vorstellen, finde ich sowieso, dass bei uns eigentlich, kann ich sagen, durch die Bank alle Mannschaften sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr vernünftig auftreten, auch die Trainer, ich meine, Frank Fahrenhorst, langjähriger Bundesligaspieler, ja. Länderspiele gemacht, aber nein, das lässt keiner raushängen, überhaupt nicht. Also die sind bei uns hier sehr professionell, sehr fokussiert, alles okay. Es gibt schon interessante Typen bei den Trainern, auch der Trainer von Leipzig, ganz junger Kerl, 28 Jahre alt, aber auch total fokussiert auf das, was er tut, auf seine Karriere. Ja, schon spannend. Ja, wir hatten ihn auch von, das fokussiert hier, guter Abschluss. Erstmal von Schalkes Till Busemann. Frank Farnhorst noch auch für alle von dem Bildschirm, also unter deinem Eindruck, ist sehr, sehr engagiert hier auch dabei, führt immer wieder Einzelgespräche. Klasse Parade hier. Sönke Günther, der noch dabei ist. Also Frank Farnhorst führt ganz viele Einzelgespräche auch mit den Spielern, wirkt immer wieder auf sie ein. Macht den hochmotivierten Eindruck. Das ist sein erster Auftritt in Lübeck. Letztes Jahr die Schalker ja mit Stefan Schmidt hier vertreten. Er auch bekannt unter anderem als Cheftrainer des SC Paderborn. Das ist Dennis Schung. Der Versuch, der Schalker Konter läuft. Aber auch da die Herthaner wieder wach. Also beide Mannschaften verteidigen das hier sehr, sehr konsequent. Sehr leidenschaftlich. Christian, ihr habt den neuen Hallenboden verlegt. Gab es Rückmeldungen von den Teams darüber? Nicht ganz viele, ja klar. Es wird ein gutes Zeichen, oder? Keine Kritik zumindest. Nee, es ist für uns ja Neuland. Ja. Das ist ja ein Boden, der sonst in der Handball-Bundesliga benutzt wird. Ja. Gefällt sicherlich erstmal nicht unbedingt jedem. Es gibt, kann natürlich über jeden Boden was sagen. Es gab Reaktionen, die gesagt haben, war vielleicht ein bisschen stumpf der Boden. Der Boden besteht ja aus Bahnen, die ausgelegt werden. Aber wir haben zumindest festgestellt, dass der Ball jetzt nicht hoppelt, dass das Spiel dadurch nicht unruhiger wird, dass die Pässe jetzt dadurch nicht unsauberer beim Adressaten ankommen. Ja. Ja, ich denke mal, dass der Boden. Wir werden das natürlich im Nachgang thematisieren, prüfen. Wir werden auch bei den Vereinen nachfragen. Ja. Es gab jetzt keinen Sturm der Entrüstung oder keine massive Kritik. Es wird mal so ein bisschen thematisiert. Aber erstmal ist es für uns wichtig, optisch ist es für uns ein großer Gewinn. Ja. Macht das für die Zuschauer in der Halle, aber auch von dem Livestream natürlich deutlich besser zu verfolgen, die Spiele. Ja. Einfach weil das Auge ein ruhiges Bild wahrnimmt, einen klaren Boden mit wenigen Linien, was der Sache gut tut. Ist der Wechsel hier bei Schalke 04.
Ihr habt das wahrscheinlich auch mitverfolgt, das Trainingslager La Manga, dadurch, dass der Freeway Cup gefühlt etwas später im Jahr ist, gab es mehr Distanz zwischen dem Trainingslager der U16-Nationalmannschaft und dem Turnier. Wir haben eine deutlich höhere Quote an Nationalspielern hier dieses Jahr dabei. Freut euch auch, oder? Na klar, freuen uns das. Ich meine, sind wir ehrlich, du merkst es bei der Qualität der Spiele eigentlich nicht unbedingt, ob da jetzt mehr oder weniger Nationalspieler auf der Platte sind. Die Ja. Qualität des Spiels ist immer gut. Letztes Jahr hatte Leipzig sogar U15-Spieler bei uns, hat das Turnier gewonnen, weil die einfach tolle Jugendspieler haben. Aber natürlich freut uns das, wenn die mehr Nationalspieler mitbringen, weil das ist für uns natürlich auch eine Qualitätsaussage und für unsere Zuschauer auch sehr wichtig, weil die Zuschauer kommen ja, weil sie die besten Spieler sehen wollen und auch die Hoffnung haben, wow, den einen oder anderen davon sehe ich in 3, 4 Jahren vielleicht in der Bundesliga wieder. Genau so ist es. Auch da, wir haben das heute Morgen schon mit allen Zuschauern ein bisschen thematisiert. Gerade Hamburg mit seinen beiden Nationalspielern hat da zwar richtig gute Kicker, die richtig Spaß machen da vorne. Wird auch später eine richtige Aufgabe Für die für die Mühlis. Mühlis, Ja, genau. herzlichen Glückwunsch. Die müssen ein bisschen aufpassen, da nicht schwindelig gespielt zu werden. So, nächster Abschluss und nächste gute Parade. Es wird hier so ein bisschen das Spiel der Torhüter. Wir sehen auf beiden Seiten jetzt ganz starke Paraden. Drei Minuten 40 vor Ende der Partie. Also auf die Hertha bin ich auch sehr gespannt. Die Hertha ist im Vorfeld eigentlich die einzige Mannschaft gewesen, die gesagt hat, jawohl, wir sind mal wieder dran. Ja. Wir würden den Bot echt gerne mit in die Hauptstadt nehmen. Alle anderen haben sich ja oft so taktisch geprägt geäußert, so nach dem Motto, ja gut, wir finden das toll, den Vergleich mit anderen NLZs und anderen Teams finden wir wichtig. Aber die Hertha sagt, nee, 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 nee. Also wir wollen mal wieder gewinnen und Ja. wir gehen mit der klaren Zielstellung ran. Wir wollen ganz oben stehen. So soll es sein. Sie sind ja auch Rekordsieger des Turniers. Vier Titel haben sie geholt. Der letzte liegt schon ein bisschen zurück. Das war im Jahr 2012. Und ja, auch mit 7 Finalteilnahmen. Absolute Nummer 1, was das angeht. Ja, spricht für die hohe Qualität der Berliner Nachwuchsarbeit, oder? Ja, und ich glaube auch, dass sie mittlerweile ein Stück weit gelernt haben bei der Hertha. Sie standen ja mal für eine hohe Durchlässigkeit nach oben, wenn du so Leute nachdenkst wie Patrick Ebert, Askan Dejaga, Kevin Prince Boateng und so, also Jerome Boateng. Aber danach ist es ein bisschen abgebrochen. Aber ich glaube jetzt auch, seit auch Pal Dardai da Cheftrainer ist, glaube ich, ist ja Herr Tana durch und durch. Ja. Ich glaube, dass da wieder viel passieren wird. Und Hertha ist ein spannender Verein, Rieseneinzugsgebiet. Ja. Ja, Tradition durch und durch. Ist schon klasse. Ja, auch eine große Sehnsucht in der Hauptstadt, ne, nach erfolgreichem Fußball. Vielleicht Ja. auch demnächst wieder internationalen Fußball. Genau. Sie waren dieses Jahr schon ganz nah dran. Scheint jetzt auch noch in Kopenhagen. So, 2 Minuten noch auf der Uhr. Was die jetzt 3 gegen 1 Überzahl. Wenn sie es vernünftig ausspielen, muss das ein Tor werden auf diesem Niveau. Und das Tor wird es auch. Torschütze Sinan Uca mit dem Treffer für die Berliner. Sie also auch nach der Niederlage gegen Werder Bremen kommen jetzt langsam ins Rollen. 3-0 gegen Hannover und jetzt die Führung gegen starke Schalker. Entscheidung nochmal. Christian, letzte Minute geht gleich los. Also, jetzt nageln wir dich nochmal fest. Wer wird Freeway Cup-Gewinner 2017? Ich hoffe, der FC Bayern. Ja. Das sei mir verziehen, weil die das doof finden. Aber ich bin halt ein Roter vom Fußball. Ja. Ich hoffe, der FC Bayern. Ich bin noch nicht so ganz schlau geworden aus der Mannschaft. Das ist mal, das fände ich einfach mal cool. Und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, Wolfsburg oder Leipzig, die beiden Finalisten vom letzten Jahr. Okay, das ist eine Aussage auf jeden Fall. Christian, an dich schon mal vielen, vielen Dank. Schön, Danke, dass du da gerne. warst. Wir werden auch im weiteren Turnierverlauf immer wieder Gäste hier haben. Wie gesagt, Benito Rehling wird auf jeden Fall dabei sein. Der Torwart der Mühlis, Christoph Gerling, der gerade diese Partie gefallen wird, hier am Start sein. Wir werden einen Kenner der Mühlenpressauswahl da haben. Also es gibt noch jede Menge Gäste. Christian, dir weiter viel Spaß, gutes Gelingen und euch weiter so ein tolles Turnier, wie es bisher gelaufen ist. Ja, gerne. Hoffe, dass alle Gäste bei uns in der Halle, aber auch natürlich zu Hause, beziehungsweise wo auch immer man den Livestream schaut, viel Spaß haben mit unserem Turnier und auch mit dir, Florian.
weil du machst ja 40 Spiele am Stück, das ist ein echt ein dickes Brett, was du da brauchst, und das brauchst du verdammt gut. Vielen Dank, Christian. Wir haben hier die letzten 10 Sekunden der Partie nochmal die Möglichkeit für die Hertha. So, schneller Abwurf jetzt, Schalke 04. Nochmal am Ball. Distanzversuch, knapp daneben, Abpraller landet bei Berlin. Berlin wird dieses Spiel gewinnen mit 3:2. Wir melden uns gleich zurück mit dem ersten Achtelfinale. Bis gleich.